Hallo liebe Indianerfreunde, hallo YouTuber, mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, Moment, kurz im Mikro richten, so. In der letzten Folge haben wir natürlich, den Tod unserer Mutti mitbekommen und wir mussten alleine aufwachsen und erwachsen werden und ja, wir haben unsere erste Jagd hinter uns. Und wir müssen jetzt mit der Ältesten reden. B, Mission starten. Jetzt komm schon her, Junge. Die Rituale der oder die Zeit der Indianer oder bei den Indianern ist sehr vieles mit Ritualen verbunden. Sind sehr rituell und spirituell. Un agua sundade danza deri hua zera guase. Yo hunja no runge, yungwa de nada ya. Danu ne om haa jungwa deri wayani ne ayetia se tani sege unjung hunza. Ara haja zi doga ne gando ayetiri hune yung kiswas. Zaha ho di sasta sere yanda ne. Yungwa do raze ne to na ya de wayer hage. Yungwayat do darhe un zino gayera ne deyeti swat neda. Danu ne dogat to no de wayere yot derun a yungwa janha se. Onu jera zi to ni yori hawana ne ae de wada den hodu. Kugel aus Glas. Und ein Horde Tiger. Ein Edenapfel. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Ich sage nicht. Wow, okay. Wir haben also ein... Wow, Edensplitter. What? Ach, wie geil. Jetzt dürfen wir ein Adler sein, oder was? Wow, wie geil. Wir dürfen was uns... Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wow. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du. Wir tun das letzte Stück aus. Auf dass sie die Tür öffnen. Das verstehe ich nicht. Fragst du mich? Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Au. Du bist wichtig, Ken. Scheiße. Viel wichtiger als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Wow. Wow, wow, wow. Hilfe. Es ist ziemlich schwer, mit dem Viech zu fliegen. Uiuiui. Boah, cool. Ich darf ein Adler sein. Du bist aus einem besonderen Steinbaum. Fühle, Gott,
in der Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, dann bist du einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Darf ich wieder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich bald auswählen wird. Suche dieses Symbol. Ach, das Assassin. Du hast so viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Nein! Zunächst musst du folgen. Au! Scheiße! Ja, hoch, was ist da denn jetzt passiert? Ja, liebe Leutchen, mir ist da versehentlich das Mikro ausgefallen. Ihr habt es ja gerade gehört, dieses Tüdelüm. So, und jetzt muss ich leider die Folge ein bisschen nachsynchronisieren. Also, mal angefangen. Ich habe das jetzt so ein bisschen zurechtgeschnitten, die Videos. Wir kommen jetzt erstmal in eine kleine Zwischensequenz. Da halte ich natürlich ein bisschen meine Klappe. Radun hage dun katnue katnue ni satka tu tiga gari wayaru nits dun Radun hets wage nak dun wak garu di rungwe daya jadatka hage nak dun hase o niyo ti akkande Da tune tiga runungwe izi nak gahande di tunas gari iwe siwa kaderi andere anu ize ki oni ara haja di zadek ni gong rizu ne dosa seri wayena Yungwar harats dune ayede wa dunhu januna Next i da sheri de nit nise. De ot den yung haje o hun jage dan o ya taondo a yung gwa da seh dun hage. Ya ka a tagi tskoda ge dan o aga der harda de ne ayo de wak wan dak ne. Wak gun ya to dari sigi o wadu era o seh de. O hun jere di de za deri hua de nyani. Aze gun ya tak gweni da guri hua de ni. Yaha sa giga. Asa tsaari jina hoda ze saksit kada kune gans. To nuo e dagat ka tone gari huayeru nitsito. Ne e giga luun kwera hawi o hya shnena zi niyo zi zat nista hawa sa go shnena. Yama. Tja, und da begeben wir uns. Seria Sadoga, Nexi gets honey, so the ezos are hard. Was says Akane Gari Huayronitsu, Satahatsori. Tja, und da begeben wir uns auf eine große Reise, um einen bestimmten Lehrer zu finden, der uns ausbilden kann. Wir haben die Sequenz 4 beendet. So, gleich kommt noch ein kleiner Prolog von Monolog, meine Güte, ein kleiner Monolog von unserem Protagonisten. Natürlich hier ein formschöner Ladebildschirm. Wer hat den noch nicht gesehen? Machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel.
War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Ja, wenn nicht er, wenn dann. Leider war die Stimme da ein bisschen zu leise. Aber weiter geht's. Wir haben dann hier noch einen kleinen... Au. Puma auseinandergenommen. Der uns angegriffen hat. Natürlich Puma in Ganyan Kisee entdeckt. Stocher. Wir haben den noch eben ein bisschen abgemurkst. Schönes Puma-Fell. Weiter geht's. Da bin ich so ein bisschen in der Gegend rumgelaufen und habe auf einmal so ein kleines Landhaus entdeckt. Hab mich gefragt, was die Leute da an dem Fenster machen. Die lünzen wohl so ein bisschen. Lustigerweise bemerken die mich nicht. Also die sagen sich irgendwie nicht, hey, was macht denn dieser Wilde hier? Warum klaut er ein Pferd? Ich habe mir die Freiheit genommen. Ich dachte mir, oh, klaust dir mal ein Pferdchen. Leider bin ich nicht weit gekommen, weil da war schon eine tiefe Schlucht. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, steigst du mal ab. Guckst dir an, wie tief die runtergeht. Und ob es einen Alternativweg gibt. Den gab es. Und zwar bin ich einfach mal aus freien Stücken einfach so juppdi-dupp just for lustig runtergehüpft. Das hat geklappt. Wir sind im Wasser gelandet. Huch, da gab es einen etwas härteren Cut. Da muss ich, glaube ich, noch eine leichte Überblendung machen. Wir haben uns nochmal ein Pferd ausgeliehen, natürlich, von einem guten Herrn. Sehr netter Typ. Sind dann so ein bisschen rumgeritten, natürlich außerhalb des Konfliktradius gekommen. Und an dieser Brücke werden wir gleich zwei nette Herren finden. Einer von diesen Wilden sein, von wie heißen sie? Irokesen, hä? Hab ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfetti, wie bitte? Konföderation, du Esel. Ein Verbund, eine Allianz. Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Na, halt dich da raus. Ah, sehr niedlich gemacht, zumal da eine bekannte Stimme aus einem kleinen Kinderhörspiel zu hören war. Die drei Fragezeichen. So, und hier beginne ich nun meine nächste Sequenz. Mit einem sehr eigenartigen Herrn. Der natürlich zunächst nicht weiß, wer wir sind. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Wie? Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Wir bleiben natürlich hartnäckig. Ach ja. Blöder Typ, der lässt uns einfach mitten im Regen stehen. Na, es fängt natürlich, fängt es an zu regnen. Und wir müssen uns natürlich irgendwo unterstellen. Das Wort unterstellen kommt natürlich von den Ställen. Hahaha. Nee, Quatsch. Wir gehen natürlich in den Ställen, suchen wir Schutz, legen uns da schlafen. Ich meine, ist ja klar. Das sollte reichen. Ich meine, ist ja klar, der gute Mann, der weiß natürlich nicht, wer wir sind und was wir wollen und, naja. Rollen wir erstmal die Isomatte aus. Hier habe ich erstmal keinen Cut gesetzt, weil ich dachte mir, boah, lassen wir mal alles so laufen, wie es soll. Die Nacht kommt über uns herein.
Der nächste Tag beginnt. Und wir suchen nochmal Mr. Krabs auf. Die Stimme, die... Da haben sie den richtigen Sprecher für gefunden. Bisschen ungemütlich geschlafen, ist ja klar, auf einer harten Isomatte, auf dem Holzboden. Die Isomatte ist natürlich verschwunden. Auch sehr rückenfreundlich. Habe ich, glaube ich, auch gerade da erklärt, wo ich nicht wusste, dass mein Mikro mir ausgefallen ist. Ach ja, liebe Leutchen, das kann ja mal passieren, meine Güte. Man kann doch mal Fehler machen. So, wir rennen natürlich wieder zurück zum Herrenhaus. Und ich habe da just for lustig mal auf die Karte geguckt, was das eigentlich ist. Ein Herrenhaus. Warum da gerade die Markierung da außen ist? Keine Ahnung. Mach wohl irgendwie was für die Schnellreise sein. Wer weiß. Gut, aber wir klopfen natürlich wieder an die Tür. Ach ja, und da habe ich mich gewundert, dass es endlich mal eine Treppengeh-Animation gibt. Zwar noch so ein bisschen hakelig, aber sie funktioniert. In den letzten Spielen, da war das ja so, dass da nur so eine Treppe nur als Rampe dargestellt wurde und die Leute da einfach hochgeslidet sind. Jetzt ist da endlich mal eine Treppengeh-Animation drin. So, und klopfen wir mal an die Tür. Erstmal riecht etwas zaghaft. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Nun gut, wir laufen mal hinter das Haus. Und gucken, was uns da erwartet. Natürlich klopfen wir hier auch wieder an. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Ach, Mr. Krabs. Der gute alte Mr. Krabs. Geld, 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 Geld. Ich komme hoch. So, jetzt müssen wir zum ersten Mal an seinem Häuschen herumklettern. Ist er bestimmt nicht so glücklich darüber. Und brechen mal da oben ein. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich in Wirklichkeit. Solltest du auch... Leider ist wie hier auch... Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Leider ist wie hier auch immer noch die Musik etwas zu laut und zu penetrant, aber naja, was will man machen? So, wir bleiben natürlich hartnäckig und... So einfach wirst du mich nicht loswerden. Genau. Und gehen natürlich wieder in den Ställen, in die Ställe hinein, rein, da... Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Genau. Du musst das einfach sein. Ohne Wenn und Aber. So, die nächste Zwischensequenz. Wir treffen zwei eigenartige Spießgesellen. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das fühlt sich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jetzt geht's erstmal los. Natürlich packen wir hier mal wieder unsere obergeilen Kämpfer-Skills aus. Schlitz. Den kloppen wir mit der Axt im Tod. Hauen den auch nochmal ordentlich in den Rücken und in den Bauch rein. Die ganzen Kämpfer-Skills. Der kann aber gut umgehen, nur.
kloppen. Sogar zwei auf einmal in einer richtig geilen Animation. Hammergeil. Knack. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Au. Überraschung. Du arbeitest also für den Alten. Stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Ups. Na toll, er macht sie alle tot und wir müssen... Und dann sollten wir wohl reden. Und wir müssen die ganze Drecksarbeit machen, war ja klar. Hier wieder so ein kleiner Cut. Und wir brechen erstmal auf dem Stuhl zusammen. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Das Zeichen. Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier. Der Geist sagte, dass diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkt. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Nö. Woher auch? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Leider wird uns die Geschichte nicht ganz erklärt. Aber, naja. Er erzählt ihm die Kurzform. Sozusagen. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden meine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Das wirst du sicher versuchen. Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht! Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Okay. Warum reparierst du es nicht? Zu wenig Geld. Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Und Geld. Geld, 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 Geld. Dann kauf es. Sieh mich an! Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Er kommt aus einer anderen Welt. Was willst du erwarten? Hier lang. Tja, es geht runter in den Keller und, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dem Video. Es wird da jetzt gleich noch eine kleine Sequenz geben. Wie ihr seht, ich verabschiede mich nochmal und entschuldigt bitte für das Fehlen vom Sound. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht... Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun.
bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen.